Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips, und heute gibt's eine weitere Folge Let's Play Naxxramas. Darfst du natürlich von mir. Um immer noch den guten Nost hier zu besiegen. Tja, da habe ich mir mal ein weiteres Deck gebaut. Das mal ein bisschen abgewandelt. Ja, was habe ich hier gemacht? Ich habe mal Heilige Pein habe ich mit reingenommen. Dann habe ich, ich glaube, den Loa-Tap habe ich rausgepackt. Ins alte Deck schauen. Ja, genau, den Loa-Tap habe ich rausgenommen. Sylvanas habe ich rausgenommen. Und die Gedankensicht habe ich rausgenommen. Dafür dann jetzt hier halt Heilige Pein drin. Genau, ich wollte mal Gedankenraub ausprobieren. Da ziehe ich mir halt zwei Karten statt nur eine. Das hatte ich ganz am Anfang, als ich das erste Deck gebaut habe, ein bisschen übersehen, dass man da zwei kriegt statt eine. Dann habe ich mal diesen Steinhaut-Gargoyle reingepackt, der sich immer wieder voll heilt. Denke ich, ganz gutes Buff-Potenzial. Wollte ich da mal ausprobieren. Und sonst ist es eigentlich fast genauso. Jetzt habe ich nicht groß was geändert. Schauen wir doch mal. Das wird jetzt auch erstmal die letzte Folge von dem NOS sein, denke ich. Ich werde dann, ich will euch ja nicht zu sehr damit langweilen hier mit meinen Fails an dem Boss. Und habe mir gedacht, da mache ich erstmal die anderen Bosse und schaue, ob die vielleicht ein bisschen besser klappen. Ich glaube gestern, also ich nehme jetzt ja am Donnerstag auf. Gestern ist das neue Viertel rausgekommen, dann können wir da auch nochmal reinschauen. Das wollte ich ja von meinem Urlaub auch noch abschließen, aber nicht ewig an dem NOS brauche. Das natürlich nichts. Okay, wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal eine gute Kombination mit Inneres Feuer, Göttliche Wille. Heilige Pein mache ich mal weg. Hoffe ich, dass ich mir vielleicht noch eine Karte ziehe, die ich gleich buffen kann. Ne. Den Gargoyle, der ist so schick. Bringt eure Toten. Kann ich auch erst in Runde 3 ausspielen. Muss ich noch ein bisschen warten. Die Nova ist auch schon ganz gut. Für später dann. Okay, jetzt spiele ich den Gargoyle. Das war's. Hoffe mal, dass er mir den nicht kaputt macht. Meistens geht er ja immer auf mich. Ja, macht er jetzt auch wieder. So, und dann werde ich den auch gleich mal buffen. Ich will mal versuchen, ein bisschen mehr Druck gleich am Anfang aufzubauen. Den kann ich hier leider gerade nicht zerstören, also muss ich da eh drauf gehen. Aber ich kann jetzt natürlich noch den Skelettschmied. Den geben wir noch einen mit und dann weiter. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt mal endlich klappt hier mit dem Boss, weil der gibt mir doch schon ganz schön auf die Nerven, muss ich sagen. So, jetzt könnten wir Holy Nova. Aber nee, das lasse ich mal. Ich mache das mal so, weil ich könnte mit der Holy Nova halt gerade mal nur den einen da zerstören. Das lohnt sich natürlich nicht so. Weiter. Das Gute an dem Gargoyle ist natürlich, dass er sich mehr voll heilt am Anfang des Zuges. Das ist, denke ich, ganz schick für die Bordkontrolle hier gerade. Machen wir den mal kaputt. Heil mich selbst. Schau mal, was ich so aus seinem Deck noch gezogen kriege. Ich hätte natürlich ganz gerne den Gegenzauber, den er jetzt hier eventuell gespielt haben könnte. Oder die Seuche. Das sind so die Sachen, die ich ganz gerne hätte. Versuche mal ein bisschen Druck auf ihn zu machen. Die Sache ist natürlich, ihr könnt jetzt Gegenzauber, muss ich halt dran denken, Gegenzauber duplizieren könnte haben. Oder Eisblock, glaube ich. Ich glaube, diese drei Zauber kann er im Deck haben. Also Geheimnisse meine ich. Das machen wir ab Runde 7. Das heißt, jetzt kann er auch die Seuche spielen. Ich würde ganz gerne die Holy Nova. Aber ich muss natürlich abchecken, ob er nicht Gegenzauber hat. Hat er nicht. Und jetzt die Holy Nova, so. Er hat duplizieren gehabt.
Welchen hat er sich jetzt genommen? Sieht man das hier? Nee. Sieht man leider nicht. Aktuell läuft es ganz gut für mich. Da kommt die Seuche. Das erzieht sich jetzt ein Skelett. Erhebt euch und kämpft erneut! Ah, scheinbar hat er sich den Blutmagier dupliziert. Da kann ich auf jeden Fall mit leben. 1-1er. Okay, probieren wir jetzt den Lichtbrut oder den Gukbashi-Berserker. Ich denke den Gukbashi-Berserker. Ich heile mich noch selbst und weiter geht's. Geheimnis ausgespielt. Folgt mir ins Grab. Wir dürfen nach. Den hier würde ich jetzt ganz gerne zerstören, aus dem einfachen Grund, wenn er jetzt duplizieren hat, dupliziert er sich den und der ist immer ganz schick hier. Zerstört immer seine Nachbarn. Kriegen wir das irgendwie hin? Schon, heiliges Feuer wären 6 Mana. Ich schaff's halt noch nicht, den hier hoch zu buffen. Ich mach's mit heiliges Feuer. Ja, es ist duplizieren, super. Okay, jetzt muss ich den hier noch zerstört kriegen am besten. Aber das wird wahrscheinlich nix. Ich stell mal noch den Lichtbrunnen dazu. Ich hoffe, er hat jetzt nicht den, wo er das Leben umdreht. Solchen, okay. Wieder eng. Zwei haben wir weg. Probieren wir die Lichtbrut. Er hat im Grunde genommen zweimal die Seuche raus. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er keine mehr hat und spiele jetzt alles aus, was ich irgendwie habe. Ich hoffe, ich habe da recht mit, dass er die wirklich nur zweimal im Deck haben kann. Verdoppelt das Leben, ja. Ich will jetzt ganz gerne auch einen Spott auf dem Board haben dann. Ach Mist, ich hätte den erst zerstören sollen mal. Da habe ich jetzt natürlich wieder gepennt. Vielleicht mache ich das. Weil die Lichtbrut, die will ich natürlich jetzt nicht, dass die drauf geht, weil gerade das verdoppelte Leben ist natürlich jetzt schick noch. Er hat mich aber tot. So wie ich das hier gerade sehe. Ja, er hat mich tot. Schade. Sah eigentlich ganz gut aus. Auch der Anfang war eigentlich ganz, ganz gut mit dem Gargoyle. Hab ich glücklich meine Karten gezogen. Das, was ich jetzt blöd gespielt hatte, war die eine Situation mit dem. Mit dem Spott, den ich da im Nachhinein gelegt, also gelegt habe, bevor ich den. Anduin gegen ja, diesen. Den ich weiß gar nicht, wie er heißt. Die Monstrosität zerstört habe, so. Und die 2 Schaden macht. Meine Sammlung. Das Licht wird den sonst hätte es vielleicht geklappt. Den Lichtbrunnen behalten wir. Das behalten wir so, wie es ist. Jetzt können wir gleich eine schöne Kombination mit dem Lichtbrunnen machen. Noch 10 hochbuffen. Den Anfang denke ich ganz gut. Ziemlich glückliche Starthand immer. Also, so kann es auf jeden Fall weitergehen. Dann schaffe ich es vielleicht auch mal, den Boss zu besiegen. Drei Mana, passt genau. Wir doppeln ihm das Leben. Auf ihn hoch und gehen direkt auf ihn. Okay, Geheimnis. Der Brunnen ist natürlich auch super, dass er mich immer gegenheilt. Ich werde mir mal schauen, was ich bei ihm ziehen kann. Die Seuche, ja, das ist natürlich richtig glücklich. Das ist natürlich richtig super. Dann bin ich fast am Überlegen, jetzt einfach meine Karten auszuspielen, die ich so habe.
Und wenn er dann seine Seuche macht, mache ich halt meine Seuche im Gegenzug. Ja, ich denke, das mache ich so. Geh straight auf ihn durch. Hat noch 15 Leben. Das könnte jetzt was werden. Krieg ich den hier jetzt irgendwie kaputt? Ohne... Ich glaube nicht, ne? Okay, er macht 2 Schaden, wenn er stirbt. Wir sollten alle überleben. Dupliziert sich den. Wieso ist der jetzt gestorben? Ach, der hat natürlich noch Schaden von dem gekriegt. Da habe ich jetzt gepennt. Ah. Dann stürmen wir den einmal. Ich heile meinen Brunnen. Und ich mache den noch kaputt. Hätte ich natürlich auch auf ihn schießen können, hätte er jetzt noch ein Leben gehabt. Bringt eure Toten. Uje, uje. Bringt er natürlich nochmal. Den hat er sich jetzt natürlich dupliziert, das ist natürlich Mist. Okay. Okay, okay. Macht natürlich auch Schaden an sich selbst. Kann ich damit natürlich leben. Fertig. Falls jetzt die Seuche kommt, spiele ich mal nichts aus, sicherheitshalber. Das könnte Eisblock sein. Mein neues Rezept wird euch gefallen. Was er da gerade ausgespielt hat. Jetzt dreht er mir mein Leben um. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, ob es Eisblock ist. Ja, ist Eisblock. Das heißt, er verschafft sich noch mehr Zeit. Eine Runde hat er jetzt noch. Ach je, diese Monstrosität. Aber, vorhin schon gesehen, macht er natürlich auch Schaden an sich selbst. Das heißt, es müsste jetzt klappen. Schauen wir mal. Ja. Klappt super. Ich werde weiter über den Tod hinaus dienen. Was macht er jetzt noch? Er zieht sich noch seine Karten, aber es ist ja schon vorbei. Dann haben wir es jetzt endlich geschafft, den Boss zu bezwingen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das endlich gepackt habe. Ja, super. Super. Als nächstes gibt es dann den Heigen in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und euch hat das auch ein bisschen gefallen. Ja, bis dahin macht's gut. Ciao.